So, willkommen zu einer neuen Hypermiling Challenge und ihr werdet denken, der Typ ist doch komplett verrückt. Da hat er einen i30N mit 275 PS und dann macht er eine Hypermiling Challenge. Ja, denn ich habe ihn heute abgeholt, das Wetter ist nicht so geil. Ich habe den Wagen jetzt für die nächsten 4 Tage und ich habe mir gedacht, die erste Fahrt zur Arbeit mache ich Spritspar-Challenge. Und das machen wir jetzt. Also, wir lassen den guten mal an. Ihr habt schon gesehen, ich habe eigentlich den Motor schon angehabt. Aber wir schalten mal auf Echo. So, dann gehen wir mal in den Bordcomputer. Wo haben wir es? Reset. Zero. Und dann schauen wir mal, was das Geringste ist, was ich mit dem i30N rausbekomme. Also, Spritspar-Challenge, Hypermiling mit dem i30N, 2018er i30N. Das ist die 275 PS Variante, wie gesagt. In der Schweiz gibt es nur die 275 PS Variante. Wir haben Schaltanzeigen. Ich weiß noch gar nichts über das Auto, außer das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mich noch gar nicht eingefunden. Das Einzige, was ich über das Auto weiß, ist von dem Tag, wo ich den normalen i30 gefahren bin. Und dazu gibt es ein Video, ich verlinke es einfach oben rechts bei Auto Review. Da habe ich den normalen gefahren. Ist aber ein komplett anderes Auto, ne? So. 70. Sechsgangschalter. Wirklich sehr knackige Schaltung von den ersten 5-6 Kilometern, die ich gefahren bin. Und wir fangen an mit 15,0 Liter auf 100 Kilometer und einer Restreichweite von 493 Kilometer. Der Wagen ist komplett vollgetankt. Ja? Bin jetzt 5 Kilometer gefahren, nicht mal, seit wir getankt haben. Und schauen wir mal, wie weit wir runtergehen. 12,5, schon 2,5 Liter verloren. Wenn es so weitergeht, wäre es super. Nein, aber ich werde berichten, wie mit dem letzten Octavia-Video, wo wir die Sommerreifen aufgezogen haben. Apropos, wir haben hier Sommerreifen drauf. Und irgendwo habe ich auch den Druck gesehen. Ich muss nur schauen, wo sie sind. 39 PSI. Ich übersetze es mal unten, weil bar kenne ich mich aus, mit PSI kenne ich mich nicht aus. So, also fahren wir dann los. Ich werde alle, vielleicht 10 Kilometer berichten und dann schauen wir mal, wie wir so ankommen. Also, viel Spaß! Wir sind 17,4 Kilometer, Moment, falsch. Wir sind 12,6 Kilometer gefahren, fast ein Viertel. 7,3, jetzt geht es den Berg hoch und wir werden wie immer mit allen Autos den Verbrauch jetzt ruinieren. Geht schon wieder auf 7,4. Aber das mal nebenbei, ich habe ein bisschen gespielt, so während ich geguckt habe und gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera seht, aber es gibt einen N-Modus. Ich gehe mal kurz irgendwo ins Menü, Map. Wenn ihr oben aus dem Menü geht, dann habt ihr hier einen N-Mode. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr die ganzen Parameter vom Auto. Extrem geil. Zeitnehmer, ihr könnt hier Rundenzeiten stoppen. Wie, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal irgendwo schauen, ob das hier irgendwo ist, am Lenkrad. Aber es gibt einen G-Kräftemeter. Und ihr seht, wenn ich ein bisschen hin und her, dann läuft dieser Ball nach links und rechts oder nach vorne und hinten. Dann haben wir einen Gauge für Turbo über den Verlauf der letzten 17 Minuten hier. Wir fahren 17 Minuten, ihr seht's. Maximalgeschwindigkeit, Maximaldruck, wenn wir jetzt zurückgehen würden, und halt der Druck, den wir im Moment drauf haben. Ne? Gehen wir zurück, gehen wir eins weiter, haben wir dasselbe für Drehmoment. Ihr seht, im Moment benutze ich 100 Newtonmeter von den 347, 383. Ich muss nochmal reinschauen. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht reingeguckt in den Prospekt. Ne? Und dasselbe haben wir für die Leistung. Ihr seht, wir fahren jetzt den Hügel hoch und wir benutzen gerade mal 27 von den 275 PS. Was wirklich sehr geil ist, das kann ich euch jetzt nicht vorführen, weil wir halt die Spritspar-Challenge haben, ist, wir haben hier das optionale N-Pack drin. Das Auto an sich kostet knapp 41.000 Franken, so wie wir ihn jetzt hier stehen haben. Oder so wie wir ihn jetzt fahren. Und das ist mit allem drum und dran. Es gibt, wie gesagt, nur die 275 PS-Variante hier in der Schweiz. Und es gibt optional noch die Lackierung und das N-Pack. Das N-Pack kostet irgendwie so 4,9, glaube ich. Ich schreibe es unten rein. Und da sind verschiedene Sachen drin, unter anderem halt Rev-Match, wenn ihr Gang runterschaltet. Sehr geil, führe ich euch ein anderes Mal vor. So, das war's. Ich melde mich wieder bei Kilometer 30, Hälfte der Strecke.
So, halbe Strecke vorbei. Wir sind bei 6,7 Liter auf 100 Kilometer angelangt. Und ich habe mich in der Zwischenzeit schlau gemacht. Ich habe gelesen, wie viel Leistung das Auto hat. Ein paar Daten. Nein, nicht im Prospekt. Der ist nämlich im Kofferraum. Am Aufkleber, der hinten an der Scheibe hängt. Da steht es nämlich drauf. Also, 275 PS. 378 Newtonmeter mit Overboost-Funktion. 0 auf 100 in 6,1 Sekunden. Beim N-Pack gibt es auch eine Launch-Control. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. VMAX 250 km/h. Durchschnittsverbrauch soll sein 7,1 kombiniert. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, sind es auf der außerstädtischen 5,7 angegeben. Also da haben wir noch einen Liter, den wir abzwacken müssen. Da ist ein Golf R, der eigentliche Feind des Hyundai i30N oder einer der Competitors, nicht Feinde, Competitors. Und CO2-Ausstoß 163 Gramm pro Kilometer. Ja, 6,7. Also mal schauen, ob wir noch einen Liter weniger, wird echt schwer. Ja. Das Problem, ich denke mal, mit dem Auto ist, also nicht das Auto hat ein Problem, sondern die Leute, die es Probe gefahren sind, waren teilweise junge Leute. Und als ich eingestiegen bin, war der Durchschnittsverbrauch 18,8 Liter gewesen. Denn keiner von denen hat je daran gedacht, einen Spritspar-Probefahrt mehr zu machen. Ja, die meisten Leute, die so ein Auto kaufen wollen, wollen diese 275 PS halt komplett ausnutzen und diese 378 Newtonmeter. Ja, das würde hier alles hier irgendwie oben langlaufen. Ihr seht es, 300 km/h, 82 PS maximal Leistung. Also dann irgendwo die Kurve hier oben. Das werden wir mal verfolgen, wenn wir den Berg hochfahren werden, in einem der anderen Tage, in der POV-Perspektive. Und dann schauen wir mal, wie das dann so aussieht hier mit den Dings und auch mit den G-Kräften. 6,6 Liter. Also, wir melden uns wieder, oder ich melde mich wieder, in 15 Kilometer und dann, wenn wir angekommen sind. So, noch knapp 15 Kilometer bis zum Ziel und wir sind wieder bei 6,6. Wir waren kurzzeitig bei 6,7, weil wir die Steigung hatten. Also 6,6. Die 5,7, schwierig, glaube ich. Ja. Also ich bin jetzt nicht nur 80 gefahren, ich bin jetzt 100 gefahren, schneller bin ich gefahren. Schalten muss man halt nicht viel während der Zeit auf der Autobahn. Weiß ich nicht. Also ich glaube 5,7 ist schon sehr sportlich, was den Minimalverbrauch angeht. 6,5 werde ich vielleicht noch hinbekommen, bis wir da sind. Aber es ist schon anstrengend so zu fahren, denn man möchte den Auspuff hören, man möchte die Beschleunigung fühlen, man möchte ein bisschen Kurvengeschwindigkeit fühlen und das geht alles irgendwie nicht bei Hypermiling. Aber für euch, für die Wissenschaft, für die Welt, mache ich das einmal. Mit jedem Auto, also allen sportlichen Autos, werde ich alles einmal probieren. Eine Fahrt wenigstens. Also 6,6. Sonst, was mir wirklich gut gefällt, das Lenkrad schön dick, ja, wirklich sehr schön. Hier diese blaue Naht und auch diese hellblauen, ja, Drive-Mode und N-Mode Schalter oder Knöpfe am Lenkrad. Das Auto ist jetzt ein graues, ist leider nicht dieses coole, sehr schicke Babyblau oder wie auch immer man das nennen mag, mögt. Wenn i30N, dann in diesem Blau, ja, meiner Meinung nach. Ansonsten, wir haben Sitzheizung, wir haben Lenkradheizung, wir haben adaptiven Spurhalteassistenten, Tempomat natürlich, Abstandsradar habe ich jetzt keinen gesehen. Müsste wie LED-Licht sein, soweit ich weiß. Und Sitze sind mega klasse, echt guten Seitenlack. Ihr seht es ja hier, wie die ausgeformt sind. Und auch vom, von unten, vom Arsch her, sehr gut ausgeformt. Und ihr könnt die Beinablage oder Beinauflage verlängern. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer. Was sehr schön ist. Auch von den Materialien her, so Halbleder, irgendwie Alcantara ähnlich. Finde ich sehr cool. Ja, also schauen wir, ob wir die 6,5 noch schaffen. Ich glaube, weniger werden wir nicht schaffen. Und ich habe auch keine Lust, so wirklich 80-80 zu fahren, weil mir saß schon ein Bus im Rücken, der hat mich dann überholt. Da war Platz, der konnte überholen. Aber ja, das Auto möchte man so nicht fahren eigentlich. Aber wie gesagt, für euch mache ich es einmal. Und vielleicht ist es ja interessant. Ich denke mal, dieses Video oder diese Spritspar Hypermiling Challenge Videos mit sportlichen Autos werde ich dafür machen, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwo fahrt und ihr habt Restanzeige und
ihr habt für längere Zeitraum keine Tankstelle mehr in Sicht, dass ihr wisst, wie weit könnt ihr ungefähr kommen. Also für euch zur Berechnung, falls ihr dieses Auto kaufen wollt oder kauft oder habt. Ne? 6,5, da ist es. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir 6,4 schaffen. Also, bis gleich. So, wir sind fast da. Ein paar hundert Meter. Wir fahren zu unserer Stammtankstelle, wo wir immer loslegen oder ankommen. Tankstelle zu Tankstelle, das ist meine Teststrecke. Und ich habe 6,4 jetzt noch stehen, aber es gilt erst, wenn wir da drauf stehen. Fair, es muss wirklich jedes Auto fair behandelt werden. So. Vom Ausrollen hat ja keiner was gesagt. Das darf ich ja. Wie ich diese Verbräuche erreiche, ist ja meine. Ist ja mein Bier, ne? Aber es ist auf jeden Fall möglich. So, noch 2-3 Meter. Der fährt hier mit Fernig am Tag, der Spacken. So. Und wir haben geschafft. Bleiben wir genau hier stehen. Zack, 6,4 Liter. Ich mache schnell ein Bild, bevor es weg ist. So, schnell, schnell, schnell. 6,4 Liter auf 64,6 Kilometer, 48 Minuten. So, das war's gewesen. Spitzspar-Video mit dem i30N. Ich habe jetzt noch ein paar Kilometer bis zur Arbeit und ich mache jetzt einmal Sport und genieße jetzt den Rest mit Sport. Und im nächsten Video sehen wir dann POV oder ein bisschen mehr übers Auto. Also, subscriben, liken, teilen, Support ist kein Mord. Vielen Dank Garage Burgseele AG in Goldswil, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Unten in der Beschreibung der Link, falls ihr da mal auch Probe fahren wollt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!